Hallo meine lieben Zuschauer, hier bin ich wieder, Ralfinger P mit ein bisschen Survival Games und das Ganze hier auf dem Server von... wo bin ich denn hier nochmal? Keine Ahnung, hab ich wieder vergessen. Mit ein paar anderen YouTubern, keine Ahnung, hier gibt's noch einen, wo ist denn der Kollege, der irgendwie meinte, ey, du bist du echt der Ralfinger P? Und dann so, nö, bist du nicht, weil du hast nur 100 Punkte, whatever. Doch, ich bin's wirklich. Game geht gleich los, ich hau auch gleich ab, so, ich bin immer so dieser Schisser-Typ. Übrigens, ich habe jetzt auch mal hier, ja, diesen tollen Film gesehen, ja. Survival Games habe ich irgendwie nie geguckt und habe schon Wochen oder Monate lang Survival Games gespielt in Minecraft, aber den Film nie gesehen, ja, was irgendwie ein bisschen behindert ist. Warum renne ich denn eigentlich nicht hier? Was ist denn da los? Und das Ganze habe ich jetzt mal nachgeholt und der ist eigentlich sehr nice, muss ich sagen. Also gefällt mir persönlich richtig gut. Hätte ich nicht erwartet. Und das Spielprinzip, gut, das war mir von vornherein ein bisschen klar so. Was ist denn da vorne los mit der Grafik? Hallo, Grafik, lad mal, okay. Habe auch schon ein bisschen vergessen, wo hier wirklich die Kisten sind. Verfolgt werde ich gerade nicht. Warum sehe ich denn da nichts? Ey, was ist denn hier für ein Map-Aufbau? Ah, da ist einer weg da. Komm, lauf mal schneller. Kisten. Ich glaube, hier rechts ist eine, genau. Das haben wir noch ganz gut hingekriegt. Ja, Goldbahn, Pilz und eine Schüssel. Juhu, ey, da geht mir das Herz auf, ey. Hüpfen wir mal zu dieser Kiste und schauen, was da drin ist. Ein Schwert, eine Rüstung, ein Frei. Das ist ja schon mal sehr gut. Das kriegen wir mal hin. Na, doch nicht Tee. Ich will doch nicht Tee hier. Weg hier, nichts schreiben. Ich wollte eh drücken. Ja, verdammte Axt. So, und Schwert ausrüsten. Ne, ich kann hier gar nichts mehr hier. Schwert ausrüsten. So funktioniert das Ganze. Okay. Sollen wir mal an den Weg kommen, dann klatsche ich mir gleich weg. Ich würde sagen, sobald ich einen sehe, haben wir den auf den Sack. Hier ein bisschen Unkraut wegmachen. Wow, das ist, ey, diese Grafikbugs hier. Überragend, ey. So, ich würde sagen, wir nehmen mal die Seeds in die Hand, damit die Leute nicht denken, dass ich ein Schwert habe. Das ist ja auch ein bisschen zu offensichtlich. Ich glaube, da hoch. Soll ich da schwimmen? Mal da einfach hoch. Also ich kenne die Map natürlich, ich habe die schon öfters gespielt, aber Gott, ist das lange her. Also auch eine Aufnahme hier auf meinem Kanal, ihr werdet es selber wissen. In letzter Zeit habe ich sehr, sehr viele, in Anführungszeichen, alte Aufnahmen wieder auf den Kanal hochgeladen, weil die schon alle mal aufgenommen waren und ich nicht wusste, wie ich es zurecht machen soll. Zurzeit läuft, komm ich hier hoch, nein, ich komme nicht hoch, scheiße. Zurzeit, nein, ich sterbe. Okay. Zurzeit läuft Unepic. Habe ich sehr viel aufgenommen, finde ich ein sehr geiles Spiel. Boah, leck, habe ich jetzt wenig Lebensenergie. Ich hoffe, ich komme das hier. Ja, okay, ich komme noch sauber runter. Ein sehr geiles Spiel, meiner Meinung nach. Sehr simpel gehalten. Und irgendwie ist es hier echt ein langweiliges Deathmatch, weil ich keine einzige Sau sehe. Und hier drin in der Hütte möchte ich jetzt aber auch nicht rumrennen, weil das ist da noch langweiliger. Hier passiert hier gar nichts. Okay, wir gucken mal hier in die Kiste. Ist die schon gut? Was? Sorry, you can't open crates with a weapon in the hand. Willst du mich verarschen? Ist das wirklich normal so? Okay, das wusste ich gar nicht. Warum kann ich denn das nicht mehr machen, ey? Die neueste Minecraft-Version ist für mich auch noch wirklich sehr neu, weil das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass ich mit einer Waffe dann keine Kisten öffnen kann. Ah, gut, okay. Und diese Grafikfehler hier, da frage ich mich auch, was da los ist. Ich habe natürlich die, in Anführungszeichen, neueste Version drauf. Wenn ich das Video freischalte, ist die 1.6.2-Version von Minecraft nicht mehr die allerneueste. Also die gibt es dann schon lange schon, bestimmt einen Monat oder zwei dann. Ja... Was wollte ich sagen? Und das Texture Pack, was ich benutze, ist Sphax Pure BD. Eine Race Minimap habe ich jetzt auch nicht und gar keine anderen Mods oder Plugins irgendwie hier installiert. Früher bin ich immer mit Race Minimap rumgerannt. Aber irgendwie gerade nicht. Komme ich hier wieder? Nein, ich komme nicht raus. Ich will wieder raus, den Typen abschlachten, ey. Wie komme ich zu dem dahinter? Komm her, du Sack. Du gehörst mir. Du Opferkind, ey. Du hast sogar noch hier rumgerannt, ey. War doch hier vor mir. Na? Ey, der gibt's doch nicht hier. Aber durch dieses blöde Clipping-Zeug hier sehe ich den doch. Ah, nee, sehe ich ihn nicht. Ah, da oben ist er doch. Auf den Bäumen hängt er rum. Ich hab dich doch gesehen da oben. Was machst du da? Da bist du doch. Komm schon her jetzt. Pff, so Lappen, was willst du mit dem Netz? Ja, genau. Du und dein blödes Dynamit, der kannst du sonst wohin schieben. So, was hatten wir hier da alles dabei? Ein Netz hat er hingelegt, was ich echt super spannend fand. Dynamit, Schuhe, ich bin ganz ein Mist, brauche ich doch gar nicht. Ey, was haben wir denn alles hier? Toll, ein Schwert, damit habe ich dich fertig gemacht. So, das Netz daher, Dynamit darüber, Mütze aufsetzen. Habe ich sonst noch irgendwas? Nein. Einen Apfel, yay. Okay. Jagen wir mal den nächsten. Können wir ein bisschen was futtern, weil zu futtern habe ich echt zu wenig, ey, sehe ich gerade. Aber Pilze kann ich so auch nicht fressen, ne? Muss ich Suppe machen. Oh, lecker Pilzsuppe, yay. Ich
brauche dafür aber, kann ich die auch so? Ey, ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann ich die Pilzsuppe einfach so machen oder brauche ich dafür ein Table? Ich weiß es nicht mehr. Und hier, diese Clipping-Fehler nerven mich gar nicht. Egal. Minecraft. Ja, sehr geile Sache. Ich versuche mal wieder eine Aufnahme mit Gommel auf dem hinzubekommen. Ist gar nicht so leicht, den jungen Herrn zur Zeit zu erreichen. Ey, riesen Respekt an seinen Kanal. Ja, was da passiert ist in den letzten Monaten, unglaublich geil. Kann ich auch gut nachvollziehen, wenn er einfach keine Zeit mehr hat für so einen kleinen Noob wie mich. Aber, schöne Grüße an dich nochmal von hier aus. Und ich hoffe, dass dein Server auch bald wieder, oder der müsste schon lange wieder online sein. Ich nehme gerade auf und er ist nicht online, der Server. Aus technischen Problemen. Hoffe aber, dass der bald wieder da ist. Und dann, dass hier keine Probleme gibt. So, jetzt gucken wir mal. Suppe. Kann ich das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wo war das denn hier? Was habe ich denn den ganzen Pilzen gemacht? Ja, ich kann sie. Ach, scheiße. So noch nicht. Ich kann so Pilze machen. Wo ich den ganzen anderen Pilze hin, ey? So, ein Süppchen. Noch ein Süppchen. Na, Pilze. Sollte jetzt eigentlich reichen, um mich dann wieder. Nein, das sollte ich nicht wegschmeißen. Na. Ja, ich habe wieder Energie. Juhu. Meine Lebensenergie läuft wieder. Das heißt also, meine Energie regeneriert sich wieder, da ich jetzt wieder keinen Hunger habe. Sehr gut. Das habe ich auch gebraucht. Jetzt gucken wir mal da oben in die Hütte. Mal schauen, ob da oben irgendwas Sinnvolles drin ist oder die schon gelootet wurde von irgendeinem anderen Arsch. Lass mich rein. So. Old Joe's House. Okay. Gibt es hier beim Old Joe überhaupt eine Kiste? Wir waren das nochmal hier. Jo, ich hab Licht angemacht, sonst fängt voll das Lecken an. What the fuck? Warum fängt das so das Lecken an, nur weil ich das Licht angemacht habe? Hau ab. Das ist die Leckhütte oder was ist hier los? Boah, weg hier, ey. Ich hoffe, die Framerate geht bei euch nicht auch so übelst in den Keller, aber jetzt ist es wieder besser. Aber das war ja gerade übelst krass. So, wie viele Leute sind noch im Leben? Viel zu viele, ey. Wie ist dieser typische, dieser Gamer-Guy-Typ, der irgendwie meinte, ich habe nur 100 Karma oder Punkte oder so. Ich bin nicht der Echte, ja, sehr witzig. Ich bin hier, wo war ich denn? Shotbone? Ich bin hier auf, kann ich zwar 3 sehen? Nö, ich weiß schon gar nicht mehr, ey. Auf jeden Fall auf einem bekannten Server. Ja, nee, ist eigentlich sehr ganz gut, wenn die Leute mir nicht glauben, dass ich das bin. Dann labern sie mich nicht voll oder wollen mit mir rumrennen oder irgendeinen Scheiß. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich hier bin, ich suche eigentlich nur diese tollen Clipping-Fehler irgendwo einen Typen. Wo sehe ich denn hier einen rumhüpfen? Ist das hier meine Kiste, die schon gelootet wurde? Boah, das regt mich überhaupt nicht auf hier. Okay, ich hab. Nein, die sollst du nicht in die Hand nehmen. Die sollst du dir anziehen, die Hose. Komm hier. Die Kettenhose ist auf jeden Fall besser. So. Gegner. Da vorne haben wir einen fetten Hubschrauber. Hinter mir ist auch nichts. Boah, irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfragt. Und dieses Clipping-Zeug ist voll ätzend, oder? Warum ist es so? Habe ich dann Render-Distance irgendwie falsch eingestellt? Oder ist es mit dem neuen Client? Ich habe einfach nur upgedatet und fertig, ne? Ah, das ist ja echt zum Kotzen hier. Auch, schnall ich nicht hin. Render-Distance. Soll ich das wirklich jetzt hier gerade machen? Maus-Umkehr, Maus-Geschwindigkeit, bla bla bla. Grafikeinstellung, hier war das, ne? Maximum, weit, passt doch alles an hier. Keine Ahnung, was da los ist. Oh, das Match, yay, Loch im Boden. Okay, noch 22, oh scheiße, noch 22 Minuten, die schon mal gelootet. Wow. Oder war es eine Falle, oder bin ich so blöd, oder was war da los? Habe ich jetzt gerade mit Dynamit reingeschmissen? Ich habe nicht wirklich gerade mit Dynamit reingeschmissen, oder? Das war ich wohl selber, ne? Big Epic Fail. Schauen wir da drüben nochmal die Kiste an, ob die für auch weg sein. Ne, ist sogar noch was drin. Oh, ein verzaubertes Schwert haben wir hier. Was hat das denn hier? Wobei, ich habe hier plus 4 Attack Damage und es hat plus 5 Attack Damage. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hä, ist das schon immer so gewesen? Oh Mann, ich kenne mich schon gar nicht mehr aus hier. Ja, wahrscheinlich. Schreibt es mir mal in die Kommentare bitte. Wäre super von euch, wenn ihr mir ein bisschen helfen würdet, weil ich einfach so ein bisschen den Überblick verloren habe. Soll ich da mal hochklettern? Nee, ne? Die Map ist viel zu groß, ey, Leute. Wie viele Leute sind noch da? 8, oder? Soll ich sagen 6? Ja, 8. Wo sind die Gegner? Okay, einer hat sich verabschiedet. Der hat sich wahrscheinlich selbst gekillt, oder? Ich würde sagen, in die Richtung, glaube ich, muss ich, um wieder zurück zum Spawn zu kommen. Da schauen wir jetzt aber mal hin. Und diese ganze Lederrüstungsscheiße hier können wir auch mal wegtun. Und das rohe Fleisch bringt mir auch nichts. Ich glaube. Na toll. Ja, geht nicht, ich weiß. Kühe schlachten ist, glaube ich, auch egal. Bringt mir nämlich auch nichts.
Außer, ja, Leder. Kann ich mir super eine eigene Lederrüstung basteln. Kühe, Kühe, Kühe. Chaos, 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 Chaos. Ich sehe aber, oh, ja, hat sich eine Mauer vor mich hingeklippt. Jetzt wird es ganz schön dunkel hier gerade. Dunkelheit. Gibt es eigentlich auch Cheats für Minecraft, sodass man die Leute irgendwie sieht, so mit so Bounty-Boxes außenrum und Headshot-Zeug und sowas? Bestimmt, oder? Mann, wo sind die denn hin, ey? One spectator's watching, yay. Boah, wie viel Schwerter und so soll ich denn noch aufsammeln, ey? Gibt's doch nicht. Hat, war da denn einer? Ne. Optifine habe ich auch nicht installiert, das heißt, zoomen kann ich auch nicht. Go back to the hub anytime, ja. Ey, dieses Clipping-Ding hier regt mich auf, ey. Guck, da oben schweben irgendwelche Kühe, Schweine, Schafe, sonstiges in der Luft rum. Was ist das für eine... Da kann ich ins Haus reingucken, auch nicht schlecht. So, jetzt wird es hier stockdunkel. Kann ich hier irgendwie rein in die Hütte? Warum legt denn hier ein Hut rum? Eine Hut liegt auf der Straße. Entweder ist jemand gestorben, der ist vom Dach gesprungen oder der wurde gekillt. Tja. Schauen wir hinter uns, nicht, dass da einer hinter uns rumrennt. Ist so still hier. Ich hoffe, euch gefällt die Mucke im Hintergrund, die ich da mal wieder reingeschnitten habe. Schöne Chiptune-Musik. 6 Tributes remaining. Ja, toll. Ja, das wird ja ein Epic Endbattle hier. Ich sag's euch. Erstens finde ich nichts mehr hier. Ah, jetzt gibt's nur noch 5. Okay, gut. Umso weniger, umso besser für mich. Das Ding können wir mal wegschmeißen hier. Braucht kein Mensch. Wisst ihr, was man auch machen könnte? Das ganze Zeug in die Kiste packen. Weil es auch kein Mensch braucht. Wobei, das eigentlich völliger Schwachsinn ist. So, Schwert einpacken. Auf den Knopf drücken, oder? Weiß schon gar nicht, was hier los ist. Böp. Na? Sollte ich die Schranke aufgehen oder so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr seht was. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel. Fällt mir gerade ein. Fällt mir gerade ein. Wurde das früher immer gesagt, dass es bei mir zu dunkel ist, wenn Nacht ist? Ist hier eine Kuh hinter mir oder was ist da los? New filled supply crates have been dropped. Ja, dann haben wir nochmal zurück zur letzten Kiste, wo ich gerade war. Weil die eben gerade die Kisten aufgefüllt haben. Zumindest stand es da. Oder die sind am Spawn gelandet. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, was die Nachricht mir ganz genau sagen wollte. Aber wir gucken mal in die Kiste rein. Ja, ich weiß, ich kann ja nicht. Toll, Pfeile und Netz habe ich bekommen. Yes. Da geht das Herz auf, würde ich sagen. Wenn ich jetzt mich nur erinnern könnte, von wo ich gekommen bin. Achso, ich habe schon Hunger. Ich habe Hunger. Boah, was zu futtern hier, Kollege. Ich kann nämlich nicht mehr rennen. Also das wird survivalmäßig ganz übel für mich, wenn ich nicht mehr rennen kann. Weil einfach, ja, gefundenes Fressen, würde ich sagen. Absolut gefundenes Fressen. Diese Kuhherde, war die nicht hier drüben irgendwo? Zwischen den Bäumen? Komm, verpisst euch hier, Sträucher. Ah, da ist noch eine Kiste. Yay, eine Möhre. Gleich mal reinfuttern, die Möhre hier. Hat mir auch wahnsinnig viel gebracht. Soll ich jetzt sagen, wir checken mal zurück zum Spawn, wobei ich bestimmt nicht der Einzige bin, der auf die Idee gekommen ist, hier wieder zurückzugehen, um die Crates zu plündern. Würde mich auch sehr wundern. Aber gut, wir probieren es mal aus. Rennen kann ich sowieso nicht. Das wird also ein bisschen ein schwieriger Weg. So, ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Wo ist denn überhaupt die Mitte hier? Ich weiß schon gar nicht mehr. Muss ich überhaupt darüber oder renne ich gerade in die falsche Richtung? Ah, ich renne in die falsche Richtung. Sehr gut. Ah, ich kann wieder rennen. Aber nur ein Stück. Oh, komm schon, Ralf, lauf. Guck mal, da ist sogar einer. Lege dich nicht mit mir an. Ah, oh, du Idiot. Scheiße. Ich glaube, ich bin tot. Scheiße. Der hat auf jeden Fall zu viel Ausrüstung. Nein, ich will nicht sterben. Fu Manchu. 16 Minutes left. Na, das werde ich wohl nicht schaffen. Ich würde sagen, das hier wird mein kleines... Endbattle! Wir haben das geschafft. Naja, gut. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das nächste Mal komme ich ins Endbattle. Guck mal hier, scheiße, Deathmatch. War ich wohl der Letzte, der gestorben ist. Schade, schade. Danke fürs Reinklicken. Hinterlasst mir Kommentare, was ihr davon haltet. Von diesem Let's Play. Und da, du Arsche hier, Fucky Child 75. Gutes Spiel, macht's gut. Bis dann. Ciao.